Michael Oppmann lebt mit einer schweren Herzschwäche und ist deswegen emotional sehr belastet. Er kommt schnell außer Puste, ist müde und erschöpft. Ihn beschäftigt seit 8 Jahren, ob sein Herz es täglich überhaupt schafft, richtig zu pumpen. Eine Angst, die seine Lebensqualität verändert hat. Vergessen tue ich es, wenn ich aufwache. Weil dann freue ich mich auf den Tag, dass ich was machen kann. Das kommt im Laufe des Tages erst. Dann fange ich an, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören, ich bin erschöpft, bin müde. Und dann kommt der Gedanke, jetzt muss ich mich mit der Krankheit auseinandersetzen. Und wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und schaue Fernsehen, dann passiert es sehr, sehr oft, dass ich mich nichts mehr konzentrieren kann. Beim Nachdenken ist für den 50-Jährigen sein früheres Leben weit weg. Aktiv, hilfsbereit in Job, Familie und Ehrenamt. Vor 8 Jahren dann wird ihm alles zu viel. Eine Depression, die er behandeln lässt. Plötzlich nachts ein scheinbar harmloser Husten, Tage später Atemnot und ein Stechen in der linken Brust. Vom Hausarzt direkt auf die Intensivstation. Die Pumpleistung seines Herzens beträgt nur noch 19%. Diagnose: hochgradige Herzschwäche. Er bekommt einen Defibrillator implantiert. Seit 2 Jahren steht er mit 1000 anderen Patienten auf der Warteliste für ein Spenderherz. Mit der Zeit habe ich dann wieder angefangen und habe gesagt, ich muss selber aktiv wieder werden. Das bringt mir nichts, wenn ich mich zu Hause hinsetze und nur noch ausruhe. Und auch sicherlich ist der Rat der Ärzte Schonung und machen Sie langsamer, befolge ich. Aber es ist schwierig. Denn es kam die Zeit, wo ich nichts mehr zu reden gehabt habe, nichts mehr zu erzählen gehabt habe. Die Welt um ihn herum wird kleiner. 27 Tabletten täglich, alle 6 Monate Kontrolle in der Klinik. Eine depressive Verstimmung kann sich direkt auf Herz- und Blutgefäße auswirken, kann zu Müdigkeit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen führen. Damit gleichen die Symptome denen der Herzschwäche. Schwaches Herz, geschwächte Seele, ein Teufelskreis. Mithilfe spezieller Fragebögen können die Ärzte feststellen, wie stark ein Patient psychisch belastet ist und richten danach eine fachübergreifende Behandlung. Wir stellen dann diese Patienten beim Psychologen, beim Psychotherapeuten oder idealerweise beim Psychiater vor. Dort wird noch einmal mit seinem Expertenwissen das Krankheitsbild noch mal bewertet. Und wird dann zusammen mit dem Kardiologen dann gespiegelt und man kommt dann zu einer einheitlichen Einschätzung der Situation. 20-30% aller Herzschwächepatienten entwickeln zusätzlich depressive Symptome. In einigen Kliniken gibt es psychokardiologische Abteilungen. Dort werden Herz und Psyche gleichermaßen behandelt. Wichtig ist, dass Herzpatienten ihre seelische Belastung ansprechen. Natürlich muss man dazu sagen, dass es auch sehr wichtig ist, dass man sich mit den behandelnden Ärzten, dass man da eine Ebene findet. Ich habe eine Ebene, die ist sehr familiär, meine Meinung. Man spricht offen drüber. Und mir ist es auch wichtig, dass die Ärzte offen zu mir sind. Offenheit schafft Hoffnung und Sicherheit, weiß Professor Störk. Dazu zählt für ihn auch, die Grenzen bei der Behandlung psychischer Symptome bei Herzschwäche aufzuzeigen. Wenn ein Herzschwächepatient keinen Schutz hat, in Form von, zum Beispiel von einem Defibrillator gegen bösartige Rhythmusstörungen, dann hat man als Kardiologe häufig mal Sorge, dass diese Antidepressiva die Neigung zu bösartigen Rhythmusstörungen verstärken. Und das ist eine Sache, die muss man mit dem Patienten besprechen. Trotz allem, wieder Initiative ergreifen, dem Leben trotzdem etwas Gutes abgewinnen, das hat Michael Oppmann geschafft. Seinen Beruf als Industriekaufmann und viele seiner Hobbys kann er nicht mehr ausüben. Dafür macht er Schmuck und baut Möbel. In dem Tempo, das seine Herzschwäche zulässt. Jeder fühlt sich individuell unterschiedlich gefangen im Teufelskreis aus körperlichen und seelischen Belastungen. Ärzte stimmen ihre Behandlung auf jeden einzelnen Patienten ab. Also keine Blaupause, kein allgemeines Rezept, sondern eher die Aufforderung,
wenn die Situation gekommen ist, sich intensiv damit zu beschäftigen und sich intensiv auf die Suche zu begehen, wo für mich in meiner Situation die Lücke ist, wo man quasi das Brecheisen ansetzen kann, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Auch für Michael Oppmann ist das Leben mit seiner hochgradigen Herzschwäche, dem Warten auf ein Spenderorgan, immer wieder ein tägliches Auf und Ab. Er spricht so offen darüber, denn er möchte anderen Betroffenen Mut machen. Mut, sich nach der Diagnose nicht zurückzuziehen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, den ich auch die ersten Monate gemacht habe. Und dann gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wenn ich früh aufstehe, ich freue mich auf den Tag, ich weiß, ich kann etwas machen, ob das jetzt für die Familie ist, ob das für Freunde ist oder ob das nur für mich ist. Und das ist wichtig, dass man sich da rauszieht.